Und ja, wie ihr seht, ich habe einen To-Go-Becher. How is your tea? Oh, oh, macht's gleich. Das war ja ideal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist Dienstag und es ist der Tag nach meinem Book Release und ich habe gestern nicht gevloggt. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, dass ich den Tag besser erleben kann, weil wir auch ganz viel vorhatten. Wenn ich nicht vlogge, ich habe es ein bisschen auf Instagram Story festgehalten. Ich habe auch einige Sachen davon in diese Instagram Story Favoriten gepackt, das heißt, das könnt ihr auch immer noch anschauen. Und eigentlich hatte der Tag gar nicht so viel mit dem Book Release zu tun, sondern wir haben ein bisschen, ich will nicht sagen Sightseeing gemacht, aber eben ja, weil die Isabella ja zu Besuch ist, haben wir einfach ein bisschen die Stadt erkundet und wir waren abends auf dem Bon Iver Konzert und ja, auch das wollte ich nicht so gerne durch die Kamera erleben, sondern so richtig, so wie früher und es war auch sehr, sehr schön und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, ihn bzw. die Band zu sehen. Es war echt ein wunderbares Erlebnis. Und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Und heute gehen wir auch wieder in die Stadt. Isabella fliegt morgen leider schon wieder zurück, aber heute haben wir noch ganz viele tolle Sachen geplant. Unter anderem gehen wir ins Sketch. Ich weiß, da war ich erst kürzlich. Aber ich weiß nicht, 2 Jahre lang hatte ich es gar nicht geschafft oder 3. Und jetzt gehe ich 2-mal so nah aufeinander. Aber ja, es ist einfach so ein tolles Erlebnis. Und wir wollten unbedingt ein Afternoon Tea machen. Ja, und das machen wir eben heute dort. Wir waren jetzt im Sketch und sind voll bis oben hin, oder? Also ich kann überhaupt nicht mein Essen denken für den Rest des Tages. Es war aber sehr, sehr schön. Also wenn ihr mal auf der Suche seid nach einem wirklich tollen Etablissement für einen sehr besonderen Anlass, dann kann ich es euch nur empfehlen. Hat dir auch gut gefallen, oder? Ja. Ja. Und jetzt machen wir weiter mit besonderen Sachen und gehen ins Liberty. Und gucken ein bisschen nach Kerzen und tollen Beauty-Produkten haben sie da auch. So, was noch? Oh, Klamotten. Sehr, sehr exquisite Klamotten. Ja, und das machen wir jetzt. Sieht aber sehr gut aus von hier hinten. Okay. Vielleicht ist eine gute Idee, dass hast du ein Küchentuch? Ich glaube, damit kann man es irgendwie auffangen. Nein, ich meine, den Druck kannst du damit auffangen. So, kurzer Kamerawechsel. So many complications. Also ich würde es vielleicht nicht auf dem Glastisch. Okay, egal. Nicht auf dem Glastisch vielleicht und eher so. Hier? Ja, ein Traum.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, oh, mach's gleich. Das war ja ideal. Wie ein Profi. Warte, ich mach das so wie die heute im Sketch. Wir haben es leider nicht gefilmt. Oh ja. Ah nee, ich mach's glaube ich nicht. Aber die waren echt beeindruckt. Die haben dann so gemacht. Also, Jimmy ist ja gut. Oh, Jesus Christ. So, wie vorhin machen wir das noch ein bisschen, oder? Mhm. Trying to zoom in. So. So? Ja. Sehr schön. Maybe. You want a sip too? No. Oh, it's getting very dark. You want a sip? Yes. Okay, ich mach jetzt Schluss. Nibby, letzte Worte? Okay, bye. Achso, wir können ja noch anstoßen, wenn ich jetzt hier... Okay. Oh, Jesus, ich drücke wilde Knöpfe. Ja. Auf deinen Besuch. Auf dein Buch. Cheers. Auf dich, Jimmy. Auf jeden Fall auch auf dich. Achso, du filmst mich. Mhm. Hi. Sag doch mal, was dir hier in London am besten gefallen hat. Also es war natürlich alles schön, was wir gemacht haben, weil wir das entspannt gemacht haben und gemütlich. Mhm. Und immer so nach Gusto. Stimmt. Aber heute war schon ein Highlight. Echt? Im Sketch. Ja. Okay, cool. Doch. Also das Bon Iver-Konzert natürlich. Ja, okay, das kann man nicht, like, nicht einkategorisieren. Genau. Und das Sketch war aber auch, war echt eine gute Empfehlung, Quatsch, Erfahrung. Ja, dann stoßen wir doch nochmal darauf an. Auf Sketch. Cheers. Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag. Ich bin gerade unterwegs zum Fitnessstudio. Ich habe eine Yogastunde gebucht. Und ja, ich freue mich sehr. Es ist die erste seit langer, langer Zeit. Also seitdem ich wegen meiner Hüfte so Probleme hatte. Und dann ja eine kleine Yogasperre sozusagen. Und ja, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, alles geht gut. Und dass ich keine Schmerzen habe natürlich. Und vor allem auch dann später keine Schmerzen. Ja, schauen wir mal. Also ich habe komplett vergessen, was da drin ist, außer Alge. Es schmeckt nach der Kokosnussmilch und nach Alge. Wunderschön, nach Meer. Habt ihr schon mal Spirulina gegessen? Ja. So, ich hab mir auch gedacht, das ist bestimmt danach. Das ist bestimmt Spirulina. Wollt ihr probieren? Ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen, leider. Es ist jetzt schon auch fast 20 Uhr. War mit dem Vlog nicht so einfach heute. Es hat ultra angefangen zu regnen. Und ja, deswegen war Vloggen unterwegs überhaupt nicht möglich. Und dann hatten wir eigentlich zwei Locations, wo wir ganz gerne hingegangen wären, nach dem Café noch. Wir waren wieder bei Palm Fruits, da habe ich glaube ich schon ein oder zweimal gebloggt. Und zwar wollten wir danach rüber zu dem Donutladen, wo ich mit der lieben Maddie schon mal war. Und die waren dann ausverkauft, also es gab keinen einzigen Donut mehr, deswegen haben sie früher zugemacht. Und ja, dann konnten wir da nicht hin und dann sind wir danach zu Temple of Saitan gegangen. Und ich war noch nie in einem Laden drin. Ich hatte nur bisher schon mal was dort gegessen auf dem Hackney Vegan Food Market. Und ja, das Problem war dann, dass die nur Sitzplätze draußen hatten. Und das ist eher wie so ein Imbiss dann. Und es hat so doll geregnet, dass es einfach nicht möglich gewesen wäre, dann dort ja, draußen zu essen. Und dann sind wir in so einen Pub gegangen. Da habe ich auch schon ein, zwei Mal gevloggt. Deswegen, ja, wollte ich das dann nicht nochmal mitnehmen, beziehungsweise ich habe es auch ein bisschen vergessen. Generell ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man mit Personen unterwegs ist, die man entweder lange nicht gesehen hat oder die eben nichts mit dem Internet zu tun haben. Und ja, wir haben stundenlang gequatscht, aber ich habe natürlich wieder nicht so viel gefilmt. Sorry dafür. Und jetzt bin ich auch gerade echt ein bisschen erschöpft, weil ja, das mit dem Regen war gerade echt sehr anstrengend, weil es überall sehr voll war, die Leute echt versucht haben, irgendwie Unterschlupf zu finden. Und auch meine Hände sind auch total rot. Obwohl es eigentlich echt ganz gut war mit dem Wetter. Yoga war super. Direkt danach habe ich schon so ein bisschen was gespürt. Jetzt gerade geht's echt. Ich muss aber auf jeden Fall heute noch meine Krankengymnastik machen und mich auf die Faszienrolle bewegen. Und meine Muskeln noch mal ein bisschen ausrollen. Und ja, jetzt kuschel ich erstmal mit Jimmy. Komm her, komm. Ja, fein.
Oh, ich habe die Decke da so blöd hoch gemacht, da kommt er jetzt nicht hoch. So. So, jetzt. Hops. Komm. Oh, er traut sich nicht. Er versucht es immer so. Die Decke ist immer noch nicht so richtig. So, jetzt. Jetzt komm. Fein. Oh. Da ist er. Die haben dich auch vermisst. Die haben gefragt, wo du bist. Da habe ich gesagt, dir ging es heute Morgen nicht so gut. Aber das war dann zum Glück mittags schon wieder besser. Aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder da bin. Und dass wir einen ganz entspannten Freitagabend zu zweit alleine verbringen. Mhm. Oh, Stoppe hat mich vermisst. Ich freue mich heute, mein Buch fertig zu lesen mit dir. Und vielleicht gehe ich noch in die Badewanne. Da kannst du leider nicht mit. Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag und ich dachte, ich gebe euch mal wieder ein kurzes Update, während ich mich ein bisschen fertig mache. Heute ist ein sehr ruhiger Tag. Ich bin eigentlich schon sehr lange wach. Und Philipp ist auch wieder da. Der ist irgendwann vor, ich würde sagen, 2 Stunden angekommen. Und der hatte ja einen Red-Eye-Flight von New York. Und deswegen macht er jetzt gerade ein Schläfchen. Und ich habe so lange noch ein bisschen was gearbeitet. Ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwann erzählt. Jetzt kommt hier ein Flugzeug oder sogar ein Hubschrauber. Nee, es ist ein Flugzeug. Weil die liebe Isabella ja da war, habe ich Montag und Dienstag nicht ganz so viel gearbeitet. Und deswegen musste ich jetzt am Wochenende ein bisschen ran. Und ich habe das vor allem eigentlich auf gestern so konzentriert, damit ich heute wiederum ein bisschen mehr Zeit habe. Aber da Philipp jetzt eben sich erstmal noch ein bisschen ausruhen wollte, weil er nicht so viel geschlafen hatte im Flieger, dachte ich, erledige ich das meiste jetzt einfach, während er schläft. Und jetzt mache ich aber erstmal, glaube ich, Schluss und hoffe, dass ich ihn gleich nochmal überreden kann, aufzustehen. Zum einen, damit er nicht so ein Jetlag hat und zum anderen, damit wir vielleicht einen Kaffee trinken gehen können oder so. Und dann geht er wahrscheinlich heute früh ins Bett und ich kann heute Abend noch ein bisschen weitermachen. Ja, und ich wollte jetzt vor allem auch heute erstmal nochmal überhaupt was zum Book Lounge sagen. Ich habe ja den Tag, an dem das Buch rauskam, nicht gefilmt. Einfach so ein bisschen mit dem Grund, weil ich eh so ein bisschen überfordert war und so ein bisschen im Moment leben wollte. Und dann hatten wir das Konzert geplant von Bon Iver. Und ich selber mag es immer nicht so gerne, wenn Leute auf Konzerten filmen. Und ja, irgendwie wollte ich den Tag einfach genießen und auch mit der Isabella. Und es war einfach so vollgepackt alles. Deswegen, ja, dachte ich, gönne ich mir das mal und halte das nicht so fest. Und ich habe es aber natürlich auf Instagram Stories ein bisschen begleitet und so. Und ja, da habt ihr bestimmt auch schon einiges mitbekommen. Aber jetzt erstmal ja, zu der ganzen Sache überhaupt. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann mich einfach nur 1000-mal bei euch bedanken. Es ist einfach der Oberhammer, was ihr mir für Bilder schickt und eure ja, Kritiken und Reviews und euer Feedback. Es ist einfach der Oberhammer. Also ich bin so happy. Und ja, ich hätte es mir nicht schöner und besser vorstellen können. Und vor allem ist es jetzt wirklich so das Gefühl, dass ich am liebsten einfach nochmal von vorne mit so einem Projekt starten würde und einfach gleich nahtlos weitermachen würde, weil es mir echt Spaß gemacht hat und ja, eine Arbeit war und ein Projekt war, was einfach einem sehr viel gegeben hat, auch so jetzt im Nachhinein natürlich, weil das was ist, was ich einfach mit euch teilen kann. Und das ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Also gerade Instagram, sehr, sehr viel in der Arbeit als Blogger konzentriert sich momentan auf Kanäle wie Instagram. Auch Firmen und Agenturen, die einen anfragen. Also Instagram ist einfach sehr, sehr gefragt. Ist absolut nicht mein stärkster Kanal. Deswegen bei mir auch eigentlich nicht, aber so allgemein in der Branche eben. Ich weiß ja auch, wie es auf Unternehmensseite aussieht und wie es auf Agenturseite aussieht, weil ich da ja selber lange Zeit gearbeitet habe und auch immer noch als Freelancer in dem Bereich beratend mit dabei bin. Und für mich persönlich ist es einfach sehr, sehr schade, weil mit einem Instagram-Post kann man halt auch nur knappe 24 Stunden irgendwie gefühlt was kommunizieren. Es gibt so Statistiken und Studien, was die Lebenszeit von bestimmten Social-Media-Postings sind. Und Instagram-Postings sind auch erheblich weniger als 24 Stunden eigentlich. Aber ja, es ist halt einfach nicht so super nachhaltig von der Kommunikation her und gerade auch was die Arbeit angeht, die man dann in solche Sachen reinsteckt, in die Bilder, aber natürlich auch in die Captions oder auch in das, was man halt damit kommunizieren will. Gerade wenn man sich jetzt eher in so einem Wellness- oder Mindstyle-Nische bewegt, wie ich das jetzt tue, dann möchte man ja eigentlich was mit ein bisschen mehr Nachdruck hinterlassen.
Und da scheint das Buch halt doch noch ein sehr, sehr gutes Medium zu sein. Und das finde ich halt einfach super cool. Ich liebe Bücher. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen. Ich habe die letzten Jahre auf jeden Fall, wo ich auch sehr viel in dieser digitalen Blase gelebt habe, weniger gelesen. Aber bin inzwischen wieder auf einem ganz, ganz guten Stand. Also ich lese wieder sehr, sehr viel. Ich habe bestimmt schon 7 Bücher gelesen oder so dieses Jahr. Und ja, ich werde die euch auch auf jeden Fall mal vorstellen. Und was ich auch machen kann, ist so eine Favorites-Geschichte auf Instagram, wo ich dann meine Bücher immer reinpacke vielleicht. Dann könnt ihr da immer auch reinschauen. Und ich habe auch einen Goodreads-Account. Den nutze ich zwar noch nicht so richtig, aber ich verlinke ihn euch mal unten. Vielleicht ist es dann eine ganz gute Sache, eben um den mehr zu benutzen. Ja, und also ich will das auf jeden Fall nochmal machen. Gerade beim zweiten Mal kann man es, glaube ich, noch viel mehr genießen. Weil beim ersten Mal hatte ich auf jeden Fall immer wieder dieses Imposter-Syndrom, was viele vielleicht kennen, vor allem Frauen im Berufsleben, was total unnötig ist, dass man manchmal nicht weiß, ob man was wirklich kann und sich immer wie so ein Verräter vorkommt. Gerade in so neuen Berufen oder in, ja, wenn man als Person, die sich was selber beigebracht hat, in Beruf oder in einen Beruf kommt. Ich meine, als Autor, ich habe Rhetorik studiert. Was soll man noch sonst studieren, um quasi Autor zu werden? Da gibt es ja keine Ausbildung für. Aber man weiß halt nie so richtig, ob das, was man da macht, quasi gut genug ist oder ob man da nur irgendwie reingerutscht ist. Und es gibt ganz, ganz viele Frauen, die darüber reden. Ich glaube, es gab auch mal einen TED-Talk darüber, dass man halt einfach darunter leidet. Also, und es ist natürlich total unnötig und ja, also hat einfach keinen Sinn. Aber ich habe das total erlebt beim Buch auch, weil ich einfach nicht wusste, was ich tue, was da auf mich zukommt und ob das halt gut genug ist. Und ja, ich bin jetzt aber sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Das Feedback war auch immer schon auch von Verlagsseite aus sehr, sehr gut. Aber ich wollte natürlich trotzdem abwarten, was ihr dazu sagt. Und ja, bin aber sehr, sehr happy damit. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an euch alle. Und wenn ihr das Buch ausgelesen habt, freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Amazon oder auch auf einer anderen Plattform eine Bewertung da lasst. Oder auch auf Goodreads. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine Goodreads-Bewertung gibt. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht ganz so verbreitet. Vor allem so Self-Help-Bücher reviewt man, glaube ich, da eher nicht so, sondern eher so Romane und so geht es mir zumindest. Aber das würde mich freuen. Ja, macht das auf jeden Fall, weil das hilft dem Buch und mir natürlich auch entdeckt und gesehen zu werden. Und was ich auch wirklich festgestellt habe, abseits von Amazon, was sehr, sehr gut hilft, ist, wenn man das Buch auch tatsächlich im lokalen Einzelhandel bestellt und dann eben dort in die Filiale bestellt. Also am besten sogar mit dem Buchhändler darüber spricht, weil dadurch lernen die natürlich das Buch kennen und erstmal unterstützt man dann den Einzelhandel. Aber ja, es kommt mir auch zugute, weil die Buchhändler dann vielleicht auch mehr bestellen und das Buch erstmal überhaupt kennenlernen und mich. Ja, und wenn die das dann cool finden, ist das ja eine Win-Win-Situation für uns alle. Ja. So, ich mache jetzt ein super natürliches Make-up hier. Ich habe mir ein Produkt neu gekauft, als ich mit der Isabella unterwegs war. Und zwar ist das von Hourglass, mein erstes Hourglass-Produkt, Dim Light. Das ist dieses Ambient Lighting Powder, wie heißt das? Ja, Ambient Lighting Powder in Dim Light. Und, ja, stellt es scharf, mal schauen, vielleicht nicht. Ist auf jeden Fall super, super schön und macht eine ganz schöne Haut. So, schöne Musik. Ich bin wieder zurück und ja, wie ihr seht, ich habe einen To-Go-Becher. Dazu gleich mehr. Die traurige Geschichte, wenn kein Britney Spears mehr kommt. Das genießen wir jetzt erstmal. Yay! Eine Sache wollte ich euch noch zeigen und zwar hatte ich das mit der Isabella gekauft. Ich habe das allererste Mal was bei Jo Malone gekauft. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand aufkriege. Die haben das sehr, sehr lieb verpackt. Eingesprüht mit Parfum. Oh Gott, das riecht so gut. Oh mein Gott. Und zwar, okay, das ist noch was anderes, das zeige ich euch gleich. Jimmy ist gerade hinter mich gesprungen, weil er gerade was gefressen hat und sich jetzt ganz doll wälzen muss. Warum machst du das auf dem Sofa? Oh mein Gott. Eskalation. Entschuldigung. Findest du, das riecht gut? Alles okay bei dir? Machen das eure Hunde auch, nachdem sie gefressen haben? Das Sofa auseinandernehmen?
Okay, anyway. Ich zeige euch jetzt... Oh Gott, das kriege ich nicht mit einer Hand hin. Einen Moment. Das hat mir eine Lady so eingepackt am Counter direkt. Ich war so begeistert, wie man das so einpacken kann. Ich wünschte, ich könnte das auch. Und ich mal einmal ganz kurz an dem Papier. Mega. Die auch. Okay, ich will einmal ganz kurz dich auch nochmal riechen lassen. Oh je, kriege ich das jetzt überhaupt auf? Nee. Boah, ist das kompliziert jetzt. Riech mal. Okay. Rate. Litschi. Litschi. Orange? Irgendwie sowas. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Fruchtig? Ist keine Frucht. Mhm. Candle Care Card, oh mein Gott. Das riecht total nach Litschi. Okay, warte, was ist... Oh, da sind Streichhölzer-Schicke mit dabei. Schwarze, komplett schwarze Streichhölzer. Cool. Okay, also ich war erst ziemlich skeptisch, da was zu kaufen für den Preis, weil es war ziemlich teuer. Und ich muss sagen, das Verpackungsdesign von der Kerze gefällt mir nicht so extrem, weil die ist genauso teuer wie eine Diptyk-Kerze. Aber, ja... Soll ich dir sagen? Was ist es denn hier? Green Tomato Leaf. Was? Ja, es riecht wie so eine Tomatenpflanze. Ja. Jetzt musst du leider mal off-camera richtig riechen. Super süß. Du merkst es dann. Ja, das habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir dort noch dieses Supplement gekauft. Da steht zwar Kollagen drauf, allerdings ist es natürlich kein Kollagen, sondern es sind quasi, huch, ich muss mal ein bisschen weiter weggehen, diese Dinge, die ihr hier sehen könnt, die vor allem die Kollagenproduktion ankurbeln sollen, weil Kollagen ist zwar ein sehr interessantes Supplement, allerdings, soweit ich weiß, gibt es kein richtiges pflanzliches Kollagen, sondern nur als tierisches Protein oder Kollagen dann eben in dem Fall. Das hat 29 Pfund gekostet. Und ja, ihr könnt es ja mal googeln, die Marke fand ich ganz cool so auf Anhieb und die Produkte sind auch alle vegan und man macht daraus, glaube ich, mit Wasser so eine Art Tee. Und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber das werde ich jetzt auch vielleicht ab morgen mal machen. Und die Kerze endlich anzünden, da freue ich mich auch mega drauf. Ich glaube, ich habe, während ich in der Stadt unterwegs war, gar nicht zur Kamera gesprochen. Es gab so ein paar Komplikationen. Also erstmal waren wir wollten zu Dough Society, dem tollen Donutladen. Und dann hatte der genau geschlossen, als wir kamen. Und ich habe zwar vorher mehrfach auf die Seite von denen geschaut, um zu checken, ob die noch Donuts haben, aber habe nicht auf die Uhrzeiten geachtet bei den Öffnungszeiten, weil ich mir so sicher war, dass die länger aufhaben. Und dann sind wir zu Palm Falls und da habe ich ein Rosé-Latte nochmal getrunken. Ich glaube, ich war dann in dem Vlog zweimal bei Palm Falls, was echt ungewöhnlich ist, weil da gehe ich nicht so oft hin. Und ich mag den Laden eigentlich echt sehr gerne, aber was so ein bisschen blöd war, war, dass wir einen Papierbecher bekommen haben, ohne dass man uns vorher gefragt oder informiert hat, obwohl wir also auch dort drin geblieben sind, weil sie eben gerade kein gewaschenes Geschirr hatten. Und ihr wisst ja, ich habe diese Personal Policy, dass ich keine To-Go-Cups mehr benutze, die man nicht wiederverwerten kann. Und dann war der Kaffee natürlich schon in dem Becher drin und dann war der ja quasi eh dahin, dieser Becher. Deswegen habe ich es dann logischerweise trotzdem getrunken, aber nur, dass ihr das wisst, ich habe dieses Jahr zwei solche Becher gebraucht schon. Also für, naja, knapp 2,5 Monate ungefähr ist es eine ganz gute Bilanz, wenn ich, glaube ich, rechne, wie viele Becher ich früher immer gebraucht habe. Also echt eigentlich ganz gut. Aber passiert halt trotzdem. Aber ich glaube, es ist ganz interessant und auch ehrlich, das so nochmal zu sagen. Dann waren wir bei Mildred's. Eigentlich wollten wir zu Temple of Satan und dann hat es angefangen zu regnen und die haben nur Sitzplätze draußen. Dann sind wir zu Mildred's und das war super lecker. Also es ist eine totale Empfehlung. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Aufnahmen wirklich hier reinschneide in den Vlog. Vielleicht so habt ihr sie ganz, ganz kurz gesehen, aber ausführlich gibt es sie dann in einem Food Diary. Und das Food Diary kommt irgendwann in der nächsten Woche auf jeden Fall. Das wollte ich eigentlich schon jetzt diese Woche online stellen, aber mir hat dann noch ein Tag gefehlt, denn es wird ein Food Diary über eine ganze Woche. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Dafür musste ich sehr, sehr viel Footage und Bildmaterial sammeln. Ja, und das war es dann, glaube ich, für den heutigen Tag. Wir werden jetzt noch vielleicht was gucken. Wir haben jetzt so ein bisschen herumgewerkelt noch in der Wohnung. Philipp hat seine Sachen ausgepackt, seinen Koffer. Und wir haben ein veganes Haselnusseis noch gefunden.
Und ja, das werden wir jetzt essen. Und ihr hört es, glaube ich, gerade auch schon klappern. Philipp räumt gerade noch ein bisschen in der Küche auf. Und ja, da geselle ich mich jetzt mal dazu und mache mich nützlich. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich schon früher in einem anderen Video. Aber ja, bis dann. Tschüss.